Ja, super. Ja, Gut. vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Das freut mich wirklich sehr. Wir verfolgen Sie ja so ein bisschen auf Twitter und haben uns dann auch Energy Charts angeguckt. Ich finde das total super. Und daraufhin haben wir gedacht, wir fragen mal, ob Sie vielleicht zur Verfügung stehen. Insbesondere ja, um vielleicht uns alle mal ein bisschen abzuholen bei so einer Einordnung mit Strom, Strompreis, Strombörse, EEG-Umlage, einfach was immer so kursiert, dass man dann so ein Background-Wissen bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, wir starten einfach los, oder? Okay. Ja, wie setzt sich denn eigentlich der Strompreis zusammen? Ja, der Strompreis hat mehrere Komponenten. Wir haben natürlich auf der einen Seite die Stromerzeugung erstmal. Das sind momentan so 40% des Strompreises oder so knapp 15 Cent. Die sind zurzeit im Steigen begriffen, ja. Dann haben wir die Netzentgelte, mit denen wird der Netzausbau bezahlt. Wir brauchen ja mehr und mehr Leitungen und das sind ungefähr 8 Cent, die da noch oben drauf kommen. Und dann haben wir die Mehrwertsteuer, 16% Mehrwertsteuer kommt ja auf alles drauf. Und dann haben wir noch Stromsteuer extra, die kommt auch noch oben drauf. Und dann gibt es noch die EEG-Umlage, aber das ist eher ein kleiner Teil, weil die ja in den letzten Jahren immer weiter gesunken ist. Und jetzt soll die auch abgeschafft werden zum 1.7. Ich glaube, das sind ja aktuell 3,72 Cent. Was genau bedeutet das für den Verbraucher? Hat er jetzt eine Reduzierung tatsächlich zu erwarten für seine Stromrechnung? Ja, das müssen wir mal sehen. Ich glaube da nicht so ganz dran. Sagen wir mal so, die Stromrechnung wird sich nicht reduzieren, aber sie wird sich nicht so stark erhöhen, wie wenn die jetzt nicht wegfallen würde. Wir haben ja im Moment permanent ansteigende Strompreise, insbesondere durch den Ukraine-Krieg und durch die Knappheit von fossilen Ressourcen auch. Und durch den Wegfall der EEG-Umlage wird es vielleicht teilweise kompensiert, aber wenn die jetzt nicht wegfallen würden, dann würde der Strompreis auf jeden Fall deutlicher noch ansteigen. Und was genau ist eigentlich die EEG-Umlage? Ja, mit der EEG-Umlage werden die erneuerbaren Energien finanziert. Wir hatten ja schon 2002, glaube ich, angefangen, die erneuerbaren Energien zu fördern. Damals war die Einspeisevergütung für Solarstrom bei 55 Cent. Das war natürlich teurer als der Strompreis. Die Einspeisevergütung ist jetzt aber immer weiter gesunken. Ja, und diese Differenz zwischen Einspeisevergütung und Strompreis, die muss ja jemand bezahlen. Wenn die Einspeisevergütung höher ist als der Strompreis, muss das jemand bezahlen. Und das wurde durch die EEG-Umlage gemacht. Aber inzwischen hat sich das Ganze gedreht. Wir haben natürlich noch Altanlagen, die mehr bekommen als der Strompreis ist. Aber inzwischen bekommen neue Photovoltaikanlagen gerade noch 6,5 Cent die Kilowattstunde und der Stromeinkaufspreis oder der Börsenstrompreis liegt eher bei 15 Cent die Kilowattstunde. Das heißt, Strom ist aus erneuerbaren Energien jetzt gerade halb so teuer wie von der Börse. Also das heißt, wenn ich eine eigene Photovoltaikanlage auf dem Dach habe und die angemeldet habe, erhalte ich 6,5 Cent aus der EEG-Umlage, aus dem Pott oder wie ist das? Genau, dann kriegen Sie 6,5 Cent aus dem Pott, aber gleichzeitig zahlen ja die Netzbetreiber in den Pott auch ein, das, was sie erwirtschaften mit dem Stromverkauf. Der Strom aus erneuerbaren Energien muss an der Börse gehandelt werden und im Moment sind ja die Strompreise an der Börse, wie gesagt, bei 15 Cent ungefähr. Das heißt, im Moment für neue Anlagen haben wir mehr Einnahmen als Ausgaben, aber für alte Anlagen, die ja 20 Jahre die EEG-Vergütung kriegen, da sind die Ausgaben noch höher als die Einnahmen. Und prinzipiell ist aber die steigt der Anteil der Einnahmen und weil alte Anlagen auch rausgehen aus der Förderung, sinken die Ausgaben und deshalb wurde die EEG-Umlage immer niedriger und deshalb kann sie jetzt auch guten Mutes abgeschafft werden. Ja, okay, nochmal so ein bisschen zurück. Also ich speise für 6,5 Cent ins Stromnetz ein, bin ja damit für wen eigentlich genau? Für die Regierung oder für den Bund oder für die Netzbetreiber? So eine Art Kraftwerk. Ja, für die Netzbetreiber sind sie eine Art Kraftwerk und ihr Strom Okay. wird dann an der Börse verkauft. Und der wird für aktuell wie viel Cent ungefähr verkauft? 15 zum Beispiel. Okay, das heißt, da ist dann eine Differenz von ungefähr 8, 9 Cent. Und die wiederum streicht wer ein? Ja, die gehen erstmal auf das EEG-Konto.
Ah, okay. Und deswegen ist Und das Konto auch das, immer am Wachsen. genau, das Konto ist jetzt am Wachsen. Zum einen, weil die EEG-Vergütung sinkt, die sinkt jeden Monat. Und zum anderen natürlich, weil auch die Strompreise steigen, sodass die Differenz zwischen Börsenstrompreis und Einspeisevergütung wird immer größer, weil der Börsenstrompreis nach oben geht und die Einspeisevergütung geht nach unten. Und dann ist die Differenz immer größer. Das heißt, das Konto wächst. Und man müsste Okay. jetzt eigentlich sowieso die EEG-Umlage nochmal absenken. Und deshalb ist es jetzt ein kleiner Schritt von der Absenkung zur ganzen Abschaffung. Das ist ja ein kleiner Schritt. Und Sie hatten da auch ein Diagramm auf Twitter gepostet. Da ging es nämlich genau, ich weiß nicht, ob wir das Diagramm vielleicht mal eben öffnen können. Da haben wir Ah, dieses wunderbar. Bild, genau. Genau. Ja, vielleicht kann man anhand dieses Bildes ganz gut erkennen, wie das mit dem EEG-Konto, also wie das Konto auf Dauer gewachsen ist und auf was für eine Art Höchststand sich das befindet. Ja, wir hatten 2018, 2019 so einen ausgeglichenen Kontostand, der jahreszeitlich immer schwankt, je nachdem, ob wir Solarstrom- oder Windstromerzeugung mehr haben. 2020 hatten wir dann aber die Corona-Krise und da gingen die Börsenstrompreise extrem in den Keller. Da lag der Börsenstrompreis nur bei 6 Cent und deshalb ist dann auch natürlich das EEG-Konto ins Minus gelaufen und dann Woran lag hatten das denn, dass bei Corona der Börsenstrompreis gesunken ist? ja, der Börsenstrompreis bildet sich durch Angebot und Nachfrage und im Lockdown war die Nachfrage insbesondere aus der Industrie natürlich viel geringer und dann gehen auch die Preise in den Keller. Okay. Und dann, weil das Konto so stark im Minus war, hat der Bund dann hier im Januar 2021 nochmal 5,1 Milliarden auf dieses Konto überwiesen und dann im Mai nochmal 3 Milliarden und hier nochmal im Oktober 10 Milliarden, aber das war eigentlich schon dann überfällig, weil im Oktober sind die Börsenstrompreise, Oktober 21 sind die Börsenstrompreise schon wieder dramatisch angestiegen und das sieht man hier dann auch am Verlauf des EEG-Kontos, sodass diese letzte Überweisung eigentlich komplett überflüssig war. Und jetzt haben wir gerade diese 15 Milliarden auf dem Konto. Kann die sich der Bund dann wieder zurücknehmen oder wer verwaltet das Konto eigentlich? Das EEG-Konto, das kann ich jetzt gar nicht genau sagen, wer das verwaltet. Ich denke, das verwalten die Übertragungsnetzbetreiber. Ja, und der Bund kann dann, wie man sieht, reinschießen. Und wenn das jetzt so stark im Plus ist, naja, dann ist ja auch noch das Problem, Geld zu parken ist ja aktuell sogar für einen selber teuer wegen der Zinsen. Ist das bei dem Bund dann auch so? Zahlt der jetzt wegen der aktuellen Zinssituation drauf, wenn er Geld parkt? Ja, genau, die Zinsen. Das hat hier mal auch gepostet bei Twitter. Das ist jetzt sehr klein. Ich weiß nicht, ob man das da sehen kann, aber wir haben auf jeden Fall Zinskosten. Ich hatte es auch in den Tweet reingeschrieben. Wir haben durch diesen hohen Kontostand große Zinskosten und alleine hier im April mussten wir 2,9 Millionen Euro zahlen für Zinsen und nochmal 5,1 Millionen für Habenzinsabweichungen. Also es sind 8 Millionen Euro, die alleine in einem Monat für Zinsen gezahlt werden mussten. Das heißt, denn die Abschaffung der EEG-Umlage wird so ein bisschen verkauft für den Bürger, dass es super senkt deine Strompreisrechnung. Aber eigentlich stecken da auch große Eigeninteressen dahinter, weil das Geldparken so teuer ist, muss das eigentlich auch alles mal abgeschafft werden. Ja, klar. Also die EEG-Umlage sind ja die 3,72 Cent. Das müssen wir jetzt ausrechnen, ob die jetzt wirklich komplett auf Null gesetzt werden könnte. Es könnte auch sein, dass noch ein Cent übrig bleibt oder sowas. Das wird es im Verlauf des Jahres zeigen. Das Konto an sich bleibt da bestehen. Nur ist es so, dass die EEG-Umlage abgeschafft wird. Wird die abgeschafft oder also für jeden Einzelnen wird das abgeschafft oder zahlt der Bund dann im Hintergrund diese 3,72 Cent weiter? Ja, also wir haben ja gesehen, die 3,72 Cent ist viel zu viel. Das Konto wächst und wächst. Das hängt jetzt davon ab, wie hoch die Börsenstrompreise sind und wie hoch damit der Differenzpreis ist. Wenn die Börsenstrompreise weiter hoch bleiben, dann würde die EEG-Umlage sowieso auf Null sinken. Es kann aber auch sein, dass sie vielleicht auf 1 Cent oder so sinken würde nur.
Und der Rest bezahlt der Staat, soweit ich weiß, aus dem Energie- und Klimafonds. Das heißt, es ist eh Geld, was für das Klima vorgesehen ist. Und erneuerbare Energien sind ja für das Klima. Und wir hatten ja jetzt schon ein paar Mal Börse, Strombörse, Börsenpreise angesprochen. Ich glaube, der Stromhandel an der Börse ist super kompliziert und es gibt ja nicht nur die eine Strombörse. Aber können Sie den vielleicht mal erklären, den komplizierten Börsenhandel? Ja, es gibt verschiedene Arten, wie Großverbraucher oder Wiederverkäufer, also ihr Stadtwerk zum Beispiel, wie das den Strom beschaffen kann. So ungefähr die Hälfte des Stroms beschaffen die Stadtwerke oder Stromversorger over the counter, das heißt, das kaufen sie direkt irgendwo ein mit langfristigen Verträgen, 2, 3 Jahre Laufzeit Also bei und einem Direktvertrieb, die kaufen das nicht an der Börse ein, sondern ja. bei, Direkt bei den Erzeugern zum ja, Beispiel. und Erzeuger sind dann Photovoltaikanlagen, Nein, Windparks, nein, okay. das sind in dem Fall die Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke und Gaskraftwerke. Also nur die Das, fossilen tatsächlich. ja, Kernkraft ist jetzt nicht fossil, sagen wir mal die alle Großkraftwerke. Da wird ein Großteil des Stroms over the counter verkauft. Das heißt, die Stadtwerke, die den Strom weiterverkaufen, kaufen sich da ein für mehrere Jahre im Voraus. Die, die jetzt langfristige Verträge gemacht haben, die sind natürlich jetzt im Vorteil, weil die vielleicht vor 1, 2 Jahren günstig eingekauft haben. Jetzt sind die Strompreise hoch. Bei den Stadtwerken, wo jetzt gerade die Verträge auslaufen, die Einkaufsverträge und die neue Verträge abschließen müssen, die müssen jetzt ganz schön tief in die Tasche greifen und hohe Preise bezahlen. Das ist die erste Hälfte und die zweite Hälfte, die wird an der Börse gekauft. Und da gibt es einen Day-Ahead-Handel, das heißt, heute wird das gehandelt, was man morgen braucht. Und dann gibt es noch einen Intraday-Handel, das heißt, der wird dann im Laufe des Tages permanent nochmal aktualisiert und im Laufe des Tages kann dann Strom gekauft und verkauft werden. Okay, und dann gibt es ja noch das Prinzip, dass an der Börse immer das teuerste Kraftwerk gewinnt, sage ich mal. Können Sie das Genau. auch erläutern? Ja, davor wollte ich aber noch eins sagen. Gemäß dem Erneuerbaren Energiengesetz, EEG, müssen die erneuerbaren Energien an der Börse gehandelt werden. Das heißt, der Großteil der erneuerbaren Energien wird an der Börse verkauft und damit, wenn wir viel erneuerbare Energien haben, senken die auch den Strompreis. Genau, und damit kommen wir zur Merit Order. Die Merit Order heißt, wir haben einen bestimmten Strombedarf. Und dann wird geguckt, wie viele Kraftwerke brauchen wir, um diesen Strombedarf zu decken. Ich habe da auch eine Grafik aufgemacht. Das ist ein Bild von Wikipedia. Bei der Merit Order werden die Kraftwerke hier auf der X-Achse gereiht nach ihren Kosten. Und die erneuerbaren Energien, die haben praktisch einen Preis, werden mit dem Preis null eingesetzt, weil die keine Brennstoffkosten haben. Die erneuerbaren Energien, Solar und Wind, die müssen ja nur gebaut werden, da haben wir Baukosten, aber wenn sie mal stehen, eine Solaranlage, eine Windanlage, dann produzieren sie den Strom praktisch umsonst. Wir haben da nur Investkosten, deshalb haben die keine Brennstoffkosten, deshalb werden die mit Strompreis null hier eingesetzt. Das heißt, die kommen immer zum Zug. Also zum Zukommen, das müssen wir vielleicht doch nochmal so ein bisschen basichafter erklären. Also an der Strombörse ist es so, beispielsweise wird stündlich ermittelt, also stündlich wird ja der neue Ja. Strompreis ermittelt und dann wird sozusagen gefragt, wir haben jetzt gerade keine Sonne. Wer kann Strom liefern, zu welchem Preis? Und dann, glaube ich, bewerben sich verschiedene, ja, Kraftwerke oder diejenigen, die gerade liefern können. Genau. Oder wie Also genau funktioniert das Prinzip alles? wir haben erstmal die erneuerbaren Energien, die dürfen ihren Strom mehr oder weniger immer verkaufen, solange die Leitungen genügend Kapazität haben. Und was dann nicht von den erneuerbaren Energien gedeckt wird, das wird dann aufgefüllt hier zuerst mit der Kernenergie, weil die sowieso schlecht regelbar ist und auch niedrige Kosten hat. Und dann, wenn wir noch mehr Strom brauchen, dann werden Braunkohlekraftwerke dazugenommen hier. Und wenn wir dann noch mehr brauchen, dann kommen noch GUD, Gas- und Dampfkraftwerke dazu, die zum Teil sowieso laufen, weil sie auch Wärme auskoppeln und
dann wärmegeführt laufen. Wenn wir noch mehr Strom brauchen oder die Erneuerbaren zu wenig liefern, dann kommen hier die Steinkohlekraftwerke dazu, die dann noch teurer sind in der Stromerzeugung. Und dann hier hinten wird es dann immer teurer, da kommen reine Gaskraftwerke dazu, wenn wir noch mehr Strom brauchen. Und ganz am Ende sind noch die Kraftwerke, die mit Öl laufen, die extrem hohe Stromkosten haben. Das heißt, je mehr Strom gebraucht wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass ein fossiler Energieträger für diese Stunde, ich sag mal, gewinnt, weil die immer liefern können. Genau, die können immer liefern. Die erneuerbaren Energien, die fluktuieren ja, sagen wir. Das heißt, sie sind abhängig vom Wetter und die fossilen Kraftwerke, die können immer liefern. Und das letzte Kraftwerk, was wir gerade noch brauchen, um den Strombedarf zu erzeugen, das bestimmt dann den Preis für alle. Das heißt, wenn wir jetzt hier so ein Gaskraftwerk noch brauchen, was für 80 Euro die Megawattstunde oder 8 Cent die Kilowattstunde produziert, dann kriegen alle Kraftwerke diese 8 Cent, also auch die Kernkraftwerke, die eigentlich günstiger sind, oder die Braunkohlekraftwerke, die günstiger sind. Und deshalb ist diese Merit Order auch in Diskussion. Im Moment sind die Gaspreise extrem hoch, nicht hier bei diesen 8 Cent, sondern eher bei 15 oder 20 Cent. Und wenn dann diese Gaskraftwerke zum Einsatz kommen, dann ist der Strompreis eben hoch und alle bekommen diesen hohen Strompreis. Das heißt, die Kohle und Kernkraftwerke, die rentieren sich dann umso mehr. Und wann kommt endlich mal der Zeitpunkt, wo es sich auch für den Verbraucher niederschlägt, dass immer mehr erneuerbare Energien mitmachen beim Strommix? Der Zeitpunkt ist schon lange da. Okay, Ja, ja, da der Strom wird ist ja immer wirklich. teurer, da hat man nicht so unbedingt den Eindruck. Ja, das stimmt, der Strom wird immer teurer, aber der Zeitpunkt ist wirklich schon lange da. Wir können das Ihnen auch beweisen. Wir können da in die Energy Charts reingehen und können da hier auf Europa erstmal gehen. Und dann schauen wir auf die Strompreise, die durchschnittlichen Strompreise in Europa. Die haben wir jetzt hier, die Strompreise im Mai, oder wir können es sogar als alle Monate des Jahres nehmen und dann machen wir mal Doppelklick auf Deutschland, DELU. Deutschland hat mit Luxemburg einen gemeinsamen Strompreis zusammen und das können wir jetzt mal vergleichen mit Frankreich. Da wird ja immer gesagt, die haben viel Kernenergie und da ist der Strom günstig. Und da sehen wir jetzt, dass die blauen Balken, wir können auch noch die Zahlenwerte einblenden, die Balkenbeschriftung. Die blauen Balken sind für Deutschland und die grünen für Frankreich. Und wir sehen hier im Januar hatten wir 167, 168 Euro pro Megawattstunde, das sind 16,8 Cent, immer geteilt durch 10 pro Kilowattstunde, während Frankreich 21 Cent hatte. Im Februar war es auch so, dass Deutschland günstiger war, März auch, April auch. Und Jetzt das im liegt an Mai den hat sich's Erneuerbaren? angeglichen. Das liegt an den Erneuerbaren, es liegt nur an den Erneuerbaren, ja. Weil ich glaube, Frankreich hat ja eigentlich schon viel Kernkraft, möchte aber auch aus dem einen Atomausstieg. Und die fangen dann jetzt an, Strom teuer zu importieren. Ich glaube, daher kommt der hohe Börsenpreis, oder? Ja, es gibt mehrere Effekte natürlich. Es gibt nicht nur einen Effekt alleine. Also zum einen ist es in Frankreich so, dass von den 56 Kraftwerksblöcken, die haben 18 Kernkraftwerke mit 56 Kraftwerksblöcken, also ein großes Kernkraftwerk kann da 4 oder 6 Blöcke haben. Von den 56 Blöcken laufen im Moment nur die Hälfte. Und deshalb muss Frankreich sehr viel Strom zukaufen. Frankreich hat auch immer Strom verkauft an Nachbarländer, zum Beispiel Italien, die selber zu wenig Erzeugung haben und den Strom, den sie jetzt vor ein, zwei Jahren schon verkauft haben, günstig, aber jetzt aber nicht produzieren können, den müssen sie jetzt selber nachkaufen auf der Börse. Das treibt die Börsenstrompreise nach oben. Und in Frankreich gibt es natürlich auch eine Merit Order für die Kraftwerke. Das heißt, wenn die Kernkraftwerke in Frankreich nicht laufen, müssen auch dort Gaskraftwerke oder Ölkraftwerke eingesetzt werden. Und deshalb sind in Frankreich die Preise höher, weil teurere Kraftwerke zum Einsatz kommen und weil Strom eingekauft werden muss von den Nachbarländern. Wie ist das für Deutschland? Ich glaube, wir haben aktuell nur noch drei Kernkraftwerke in Betrieb, die ja auch vom Netz gehen sollen. Wird das dann unseren Strom eher teurer machen? Oder schaffen wir es schnell genug noch bei den Erneuerbaren aufzurüsten, sodass man das entweder gar nicht merkt oder der Preis sogar sinken wird? Ja, prinzipiell kann man schon beobachten, dass die Länder, die auf erneuerbare Energien setzen, günstige Strompreise haben. Wir können hier zum Beispiel noch
Dänemark einblenden. Die haben sehr viel erneuerbare Energien hier. Das ist Dänemark, das Hellgrüne. Oder Norwegen hat ja nur Wasserkraft. Die haben noch mehr erneuerbare Energien. Da sieht man. Und hier ist auf jeden Fall jetzt, und jetzt können wir hier Norwegen noch mit dazu nehmen. Und da sehen wir Norwegen 2. Norwegen hat verschiedene Strompreiszonen. Norwegen 2 ist die Preiszone, die mit der Nordlink-Leitung mit Deutschland verbunden ist. Dadurch ist dort der Strompreis auch gestiegen. Wenn wir jetzt andere norwegische Strompreiszonen angucken, NO4, da gibt es praktisch nur Wasserkraft. Da ist der Strom extrem günstig. Also NO2 ist mit Deutschland verbunden, das heißt, Ja. darüber können wir auch norwegischen Strom sondern beziehen. Ja, die Leitung ist bidirektional. Also wir können, wenn wir jetzt wenig Erneuerbare haben, dort Strom beziehen, oder wenn wir viel Erneuerbare haben, können wir auch Strom dahin schieben. Aber nur Erneuerbaren. Für die Leitung ist das egal. Die sieht jetzt keinen Unterschied zwischen erneuerbarem Strom oder anderem Strom. Aber es macht jetzt vielleicht nicht viel Sinn, teuren fossilen Strom nach Norwegen zu schieben. Das ist eher dann erneuerbarer Strom, wenn wir sehr viel Produktion haben und der Verbrauch gering ist. Zum Beispiel an Wochenenden ist der Stromverbrauch gering. Und wenn da viel Sonne und Wind da ist, dann macht es Sinn, Überschüsse nach Norwegen zu schieben. Ja, und wir gucken uns gerade die Daten auf Energy Charts an. Was genau ist das für eine Seite und woher beziehen Sie dort Ihre Daten? Ja, die Energy Charts, die zeigen die Stromerzeugung in allen europäischen Ländern. Wir können hier nochmal umschalten auf Deutschland. Ich glaube, Sie haben das auch Und ins Leben gerufen, diese Plattform. ja, genau. Der Ursprung war eigentlich schon im Jahr 2010. Da hat die Bundesnetzagentur gemeldet, dass an Pfingsten ein Blackout droht, weil zu viel Solarstrom da ist. Und das war absoluter Quatsch. Und da hatte ich gedacht, das kann ja nicht sein, dass sowas in der Presse geschrieben wird, und habe Wieso sollte versucht. überhaupt zu viel Solarstrom zum Blackout führen? Genau, das habe ich mich auch gefragt als Elektrotechniker. Wenn wir viel Solarstrom haben, klar, da an Pfingsten ist natürlich der Verbrauch gering, und wenn da viel Solarstrom da ist, dann müssen die konventionellen Kraftwerke rückregeln, runterregeln. Aber im Jahr 2010 hatten wir noch gar nicht so viel Erneuerbare installiert, und von da war das völliger Quatsch. Und da habe ich angefangen zu recherchieren und habe die ersten Grafiken gezeichnet und habe da bewiesen, dass diese Aussage auch wirklich Quatsch war. Und das kam dann gut an, und dann habe ich das weitergemacht und habe wöchentlich eine PowerPoint-Grafik gemacht zur Stromerzeugung. Und wo haben Sie diese Daten? Also wo beziehen Sie die her? Die habe ich von der Leipziger Strombörse EEX damals genommen. Genau, und aus diese wöchentlichen Grafiken per PowerPoint, das war dann auch sehr umständlich, und die Leute wollten das nicht nur wöchentlich haben, sondern vielleicht stündlich, und dann haben wir das auch automatisiert. Und seit 2014 gibt es die Energy Charts. Das heißt, diese Webseite, wo die ganzen Stromerzeugungsdaten live sind, und die werden jede Stunde neu berechnet, die werden jede Stunde downgeloadet von der Leipziger Strombörse EEX, von der EPIC Spot kommen die Preise, und dann haben wir noch die EnsoE, der Europäische Verbund der Stromnetzbetreiber, und ganz viele andere Datenquellen. Über 10 Datenquellen werden stündlich downgeloadet, und dann wird das alles verrechnet mit Python-Skripten. Und dann werden die Daten auf den Server gespielt, und dann können Sie hier die Stromerzeugung dann auf dem Server anschauen. Das heißt, jetzt ist das Ganze auch zu einem Projekt. Hier ist ja auch das Logo vom Fraunhofer Institut geworden. Ja, genau, das ist ein größeres Projekt. Und wir versuchen auch immer, das weiterzuentwickeln und noch besser zu machen, noch mehr Daten darzustellen. Und ISE steht für solare Energiesysteme. Genau, das I ist das Institut, Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme. Wir sind in Freiburg, ja. Und Sie sind Elektrotechniker. Ich habe Elektrotechnik studiert in Karlsruhe an der Uni und habe dort auch promoviert über erneuerbare Energien, und habe im Rahmen meiner Promotion ein Inselsystem aufgebaut auf einem Berg auf der Teufelsmühle bei Lochenau, und genau. Hat mich damals schon auf erneuerbare Energien spezialisiert. Ich hatte sogar als Student schon mir ein Solarmodul gekauft und hatte mein Zimmer vom Netz getrennt und habe mich mit Solarstrom alleine versorgt. Das heißt, es war schon 1988. Damals war schon alles klar mit der Energiewende, und es war klar, wir müssen auf erneuerbare Energien gehen. Und seit, keine
keine Ahnung, 25, 30 Jahren Arbeit an erneuerbaren Energien. Und zwischendrin konnte man schon ab und zu mal verzweifeln. Ja, Aber zum Beispiel hat ja auch Deutschland in der Solarbranche einiges verschlafen, oder? Ich glaube, wir waren mal ganz gut genau, dabei. wir waren sehr gut dabei. Das sieht man auch bei den Energy Charts. Man sieht da ein Gralles bei den Energy Charts. Wir können hier die installierte Leistung anschauen. Und hier alle Jahre auswählen und dann wählen wir den Zubau hier aus und dann können wir die Solarenergie doppelklicken, dass wir Solar alleine haben. Dann sehen wir, wir haben hier seit 2002 den Zubau gesteigert. Hier waren fast bei 8 Gigawatt pro Jahr jedes Jahr neu zugebaut, hier bis 2012 und dann kam dieser große Einbruch hier. Das war die sogenannte Strompreisbremse vom damals Umweltminister Altmaier und Herr Rösler von der FDP war auch beteiligt und damit wurde die Solarenergie praktisch abgewürgt. Wir haben 100.000 Arbeitsplätze verloren und sehr viel Industrie ist leider abgewandert nach China und davon haben wir uns bis heute nicht ganz erholt. Was war denn der eigentliche Sinn der Strompreisbremse? Wem spielte das in die Hände? Ja, damals hieß es, die Erneuerbaren sind zu teuer. Wir müssen die ausbremsen. Wir dürfen nicht so viel installieren, obwohl man ja damals auch gewusst hat, dass wir zum einen eine Klimakrise haben und dass wir Erneuerbare bauen müssen. Und zum anderen war ja auch der Kernenergieausstieg beschlossen und es war klar, dass die erneuerbaren Energien die Kernenergie ersetzen müssen. Und man kann nicht gleichzeitig aus der Kernenergie aussteigen und die erneuerbaren Energien abwürgen. Das hat nicht zusammengepasst. Und da hat die Regierung ja immer eher an der Brücke gebaut als am Ziel. Das Ziel sind die erneuerbaren Energien und die Brücke, das ist das Gas. Und wir haben uns da, oder die Regierung, seither hatten sich mehr um das Gas gekümmert als um die Erneuerbaren, leider. Ja, und damit schon damals die Abhängigkeit zu fossilen Energieträgern aus beispielsweise Russland schon geebnet. Ja, genau. Und wir hatten ja auch 2015 die Pariser Klimaverträge unterschrieben. Die wurden einstimmig vom Deutschen Bundestag verabschiedet. Und man könnte ja meinen, wenn man die Pariser Klimaverträge unterschreibt, dann müsste der Zubau sich dramatisch steigern, aber hat er nicht getan. Ja, wir sind da weiter gedümpelt. In dieser Zeit war Superminister Gabriel im Wirtschaftsministerium verantwortlich für die erneuerbaren Energien und hier war es dann Minister Altmaier. Aber das ist alles viel zu wenig und wir sind bis heute nicht beim Zubau auf dem Niveau, wo wir 2010 bis 2012 waren. Und könnte es vielleicht einen Solarboom 2.0 nochmal geben? Oder haben wir das jetzt so verschlafen und die Konkurrenz nach China abgetreten? Es muss einen Boom geben. Wir müssen jetzt erneuerbar zubauen und es passiert jetzt auch was. Also jetzt mit der Krise und auch mit den extrem ansteigenden Börsenstrompreisen auf der einen Seite und den niedrigen erneuerbaren Preisen auf der anderen Seite. Jetzt gibt es schon einen Boom. Da müssen wir vielleicht eher auf die monatlichen Zahlen schauen, dann für dieses Jahr. Und dann sehen wir hier von diesen 400 Megawatt, die wir im Januar und Februar ausgebaut haben, haben wir jetzt zumindest im März schon einen Sprung auf 730 Megawatt gemacht. Wenn wir das ganze Jahr installieren würden, dann müssen wir das mal 10 nehmen, dann wären wir wieder bei 8 Gigawatt, dann wären wir auf dem Level von 2012 wieder, wenn es so weitergeht. Es wäre aber dann für uns jetzt teurer als damals, kann das sein, weil damals zumindest die Solarbranche ja auch, Deutschland war doch da auch zumindest in der Technologie Spitzenreiter und jetzt ist alles nach Ja. China abgewandert. Das heißt, wir müssen uns jetzt die Technologie wieder zurück einkaufen. Klar, wir müssen die Sachen kaufen, hauptsächlich von China, die Solarmodule, aber auch die Wechselrichter. Sehr viel ist abgewandert. Aber es ist jetzt nicht so, dass es teurer ist wie 2012, sondern die Preise sind ja allgemein extrem gefallen. Und ja, das Problem ist, dass jetzt alle Länder auf erneuerbare Energien setzen, auch China. Und China will dieses Jahr statt 30 Gigawatt, wie ursprünglich geplant, jetzt 60 Gigawatt zubauen. Das heißt, es entsteht eine Knappheit und die Chinesen nutzen die eigenen Produktionen erstmal für den Eigenbedarf und
verkaufen es nicht auf dem Weltmarkt. Und es gibt schon noch deutsche Firmen. Im Wechselrichterbereich gibt es mehrere Firmen, SMA, Kustal oder Kako. Und bei den Modulen gibt es auch Firmen, zum Beispiel Meyer Burger, und die bauen jetzt kräftig aus. Aber das geht natürlich auch nicht so schnell, die Produktion jetzt wieder hochzufahren. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite fehlen auch Bauteile, weil allgemein Elektronikbauteile knapp sind im Moment. Ja, und der Balken, den wir da im Moment noch sehen mit Solarmerz 731 Megawatt, zählen in solche Statistiken auch private Solaranlagen wie zum Beispiel unsere ein, sofern die angemeldet ist? Ja, alle Anlagen, die angemeldet sind, zählen da rein, und alle Anlagen müssen ja angemeldet werden, und die Daten kommen dann in das Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur, und daraus ziehen wir dann wieder diese Daten. Okay. Und dann brauchen wir ja auch noch immer mehr Speichermöglichkeiten für die Zukunft. Über welche Speichermöglichkeiten verfügen wir denn im Moment? Über welche Technologien? Also ich meine Batteriespeicher, klar. Was gibt es da noch? Wie kann man Strom speichern? Ja, wir haben Pumpspeicherkraftwerke mit einer Leistung von fast 8 Gigawatt und Speichervolumen von, glaube ich, 40 Gigawattstunden. Wir haben jetzt zunehmend Batteriespeicher, die installiert werden. Erstmal Heimbatteriespeicher, das heißt im Haus. Parallel zur Solaranlage wird ein Energiespeicher installiert, der kann dann tagsüber den Solarstrom speichern, wenn man auch nicht zu Hause ist oder keinen Verbrauch hat, und dann kann man den nachts verbrauchen. Und die Solarstromerzeugung ist ja inzwischen viel günstiger, hat es ja schon gesagt. Der Solarstrom kostet 6,5 Cent praktisch, und zahlen tun wir aber 35 Cent für den Verbrauch. Das heißt, es ist viel günstiger, den Strom selber zu produzieren. Am günstigsten ist natürlich, wenn man ihn direkt so, wie er produziert wird, von Solar dann auch verbraucht. Wenn wir ihn über eine Batterie zwischenspeichern, muss natürlich auch die Batterie amortisiert werden, dann wird es wieder teurer. Aber so kann man mit Batterien den Solarstrom vom Mittag in den Abend oder in die Nacht reinritten. Ich glaube, bei Energy Charts gibt es auch eine Statistik über die verschiedenen Speichertechnologien, oder? Ja, haben wir auch. Die ist aber nicht ganz aktuell, aber wir wollen die weiter aktualisieren, und können wir uns die Batteriespeicher angucken. Diese Zahlen, die hat die Bundesnetzagentur leider noch nicht aktualisiert, aber da sind jetzt 500 Megawatt 2020. Inzwischen werden es bestimmt 2 Gigawatt sein, die wir Batteriespeicher haben. Und hinzu kommen noch die Pumpspeicherkraftwerke, die sind hier. Die liegen bei diesen 8 oder 9 Gigawatt. Wir müssen jetzt natürlich die Batteriespeicher kräftig ausbauen, nicht nur die Heimbatteriespeicher, sondern wir brauchen auch große zentrale Batteriespeicher im Netz, um die Netzstabilität in Zukunft sicherstellen zu können. Und da gibt es leider im Moment noch keinen so richtigen Drive bei der Bundesregierung. Wir haben jetzt mit dem Osterpaket neue Ziele für den Zubau Solar und für den Zubau von Windenergie. Aber wir haben noch keine richtigen Ziele für den Zubau von Batteriespeichern, die wir unserer Meinung nach dringend brauchen. Bis 2030 brauchen wir erstmal Batteriespeicher, die uns den Strom vom Mittag in den Abend reinretten. Und erst nach 2030 brauchen wir eigentlich die Wasserstofftechnik, weil erst dann gibt es nennenswert Überschüsse, mit denen wir Wasserstoff produzieren können. Ich kann das auch mal zeigen hier bei den Energy Charts. Können wir mal eine kleine Simulation machen. Hier ist Ja. jetzt die durchschnittliche Stromerzeugung in Deutschland. Und wir sehen hier unten blau die Wasserkraft, dann die Biomasse, dann sind die konventionellen Kraftwerke, und da kommt Wind onshore, Wind offshore und Solar. Und wir sehen schon, dass die Solarpeaks zum Teil höher sind als die schwarze Lastkurve. Und jetzt können wir den Solarstromerzeugung hier mal erhöhen auf 215 Gigawatt. Das ist das Ziel der Bundesregierung, so ungefähr. Dann wird es neu berechnet, wie es dann aussieht. Und jetzt sehen wir, dass die Solarstrompeaks hier deutlich größer sind als die Last. Dann wollen wir noch den Wind ausbauen, onshore auf 115 Gigawatt. Dann wird jetzt der Wind breiter hier skaliert. Das sehen wir hier in dem helleren Grün. Und Wind offshore, da wollen wir 30 Gigawatt haben. Das können wir auch hier hochskalieren. Und das wird dann immer neu
berechnet. Das sind jetzt die Ziele für 2030. Genau, das sind die Ziele für 2030. Und da sieht man, da haben wir dann praktisch schon keine Zusatzstromerzeugung mehr. Das Problem ist aber, wir wollen ja mehr und mehr elektrifizieren. Das heißt, wir wollen elektrisch Auto fahren, wir wollen elektrisch mit Wärmepumpen heizen. Dadurch wird sich auch der Stromverbrauch erhöhen. Das heißt, die Last müssen wir auch nach oben schieben auf vielleicht 750 Terawattstunden pro Jahr von den 500, die wir heute haben, so ungefähr. Und dann sieht es wieder nicht ganz so gut aus, weil wir mehr Verbraucher haben. Und dann sieht man, dann haben wir doch wieder die konventionelle Erzeugung drin. Was ich aber eigentlich zeigen wollte, wir haben jetzt diese Solarpeaks hier über Mittag, wo wir mehr Erzeugung haben als Verbrauch. Die müssen wir jetzt abschneiden mit den Kurzzeitspeichern. Das heißt, wir speichern diese Peaks in die Batterien, zack, und jetzt sind sie weg. Erscheinen hier negativ unten, weil es gespeicherter Strom ist. Jetzt haben wir aber noch die Lücken vormittags und abends und da können wir den Strom wieder aus den Speichern rausholen. Ich aktiviere das mal so. Jetzt sind die Lücken wieder gefüllt. Jetzt sehen wir sehr schön, dass wir mit den Speichern eben den Solarstrom vom Mittag in den Abend reinretten und mit dem Windstrom, den können wir in der Nacht speichern. Da ist der Verbrauch klein und den können wir dann zum Frühstück verbrauchen. Und das Ganze sieht dann so aus wie so eine Aufnahme beim Zahnarzt vom Gebiss, finde ich ja. Ja, das stimmt. Ja, tatsächlich finde ich es auch ein bisschen frustrierend zu sehen, dass der Verbrauch dadurch halt stark ansteigen wird. Und dann hat man und dann natürlich erstmal wieder auch die konventionellen Kraftwerke doch noch weiterhin produzieren müssen. Und auch um die Stromspeicher zu erzeugen erstmal, da muss man ja auch wieder zusätzliche Energie investieren. Und dann hat man doch am Ende den Eindruck, es kann man sich doch auch sparen. Ja, nein, wir erhöhen zwar den Stromverbrauch, aber wir erhöhen ja mit dem Strom auch die Effizienz. Das heißt, eine Heizung mit Strom, mit einer Wärmepumpe, hat ja die Wärmepumpe hat einen Gewinn vom Faktor 3 bis 4. Das heißt, wir ersetzen dann Heizöl oder Gas durch Strom und gewinnen dann einen Faktor 3 bis 4 in Effizienz oder senken damit auch den Primärenergieverbrauch um einen Faktor 3 bis 4. Und genauso ist es beim Auto. Wir ersetzen Diesel oder Benzin durch Strom. Und ein Auto, das jetzt, keine Ahnung, 6 Liter Benzin braucht, das sind eigentlich 60 Kilowattstunden. Ein Liter Benzin hat 10 Kilowattstunden. Also diese 60 Kilowattstunden ersetzen wir durch ein Elektroauto, was vielleicht nur 16 oder 18 Kilowattstunden braucht. Das heißt, wir werden viel effizienter. Wir brauchen zwar mehr Strom, aber wir sparen umso mehr Gas, Öl, Diesel ein. Ja, grundsätzlich finde ich das ja auch gut und wichtig. Ich dachte nur so ein bisschen, das Grundproblem ist vielleicht auch ein anderes, einfach der menschliche Konsum. Und dass man Ja. immer mehr Auto fahren, zwei Autos am besten und so weiter. Und dadurch kann man durch dieses ewige Rad, das ist wie ein Fass ohne Boden, man investiert dann in erneuerbare Energien, versucht die fossilen ein bisschen runterzudrücken. Aber dann muss man wieder neue Speichermöglichkeiten erfinden oder je nachdem durch Batterien auch in Minen schürfen, seltene Erden, die gehen uns auch aus, brauchen wir wieder neue Technologie. Und ich habe manchmal das einfach nur so das Gefühl, es geht immer weiter und weiter. Aber gut, Wie so das ein ist so. Hamsterrad. Ja, genau. Und ich glaube dann, also ich finde die Statistiken total interessant, wenn man das dann halt auch sieht, wie es einerseits schön ist, wenn sich das anfängt, so ein bisschen auszugleichen. Oder man die fossilen auch ein bisschen mal abschaffen kann, aber auf der anderen Seite eben auch der Verbrauch immer stärker ansteigt. Ganz wichtig ist, dass wir zukünftig viel mehr in Kreisläufen denken. Wir produzieren heute ganz viele Sachen, die alle irgendwie weggeschmissen werden, nicht recycelt werden. Und wir müssen in Zukunft alles in Kreisläufen denken. Das heißt, wir müssen schon bei der Entwicklung eines Autos zum Beispiel gucken, wie können wir nur Stoffe verwenden, die gut recycelbar sind und wie können wir das Auto nach der Lebensdauer recyceln. Und insbesondere auch beim Elektroauto, die Batterien, da sind da wertvolle Stoffe drin. Wenn wir die alle recyceln, dann müssen wir die mehr oder weniger nur einmal produzieren und können dann später aus diesem recycelten Material neue Autos wieder machen. Wenn wir aber alles immer nur wegschmeißen, dann beuten wir die Umweltressourcen immer mehr aus. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Von diesem Denken muss man wegkommen, immer neu. Und das, was Ja. vorhanden ist, bestmöglichst nutzen. Recycling, genau.
Und es muss auch nicht jeder ein SUV fahren, wo man dann 2 Tonnen Blech durch die Gegend fährt, um 80 Kilogramm Personen zu transportieren. Ja, und Sie schrieben in einem Tweet, dass es in Spanien Solarkraftwerke gibt, die auch nachts noch Strom liefern. Wie genau funktioniert das? Welche Technologie steckt dort dahinter? Das ist, finde ich, immer wieder spannend. Wir können eher auf Spanien gehen. España, ES, ist Spanien. Und dann gehen wir auf Leistung, Stromerzeugung. Dann sehen wir Stromerzeugung in Spanien. Das ist jetzt diese Woche. Wir sind am Montag. Da sind jetzt Zahlen bis heute in Nacht 4 Uhr schon da. Der Rest des Tages hier ist die Prognose. Also, wir werden in Spanien heute um 14 Uhr zum Beispiel 13 Gigawatt Solarstrom haben, 6,3 Gigawatt Windstrom und 13 Gigawatt andere Quellen. Wir blättern aber mal zurück auf die letzte Woche, dann sehen wir das besser. Hier, das ist die Stromerzeugung in Spanien, da ist noch rot Kernenergie dabei und hier orange noch sehr viel Erdgas. Das heißt, das ist auch ein Problem in Spanien. In vielen Ländern haben Erdgas, was sehr teuer ist. Jetzt können wir aber hier auf Solar Doppelklick machen. Und dann sehen wir Solar alleine und dann sehen wir, dass hier, auch hier nachts um 1, 2, 3 Uhr sind da noch 500 Megawatt Solarstrom vorhanden. Da kann man sich die Frage stellen, scheint in Spanien die Sonne auch nachts? Das ist natürlich auch nicht der Fall. In Spanien gibt es zwei Arten von Solarkraftwerken. Das eine ist natürlich die Photovoltaik, die macht Strom nur tagsüber, aber die Spanier haben auch solarthermische Kraftwerke. Das sind so Spiegelkraftwerke, wo viele Spiegel zweiachsig der Sonne nachgeführt werden und dann ihren Strahl auf einen Turm lenken. Da wird dann Wasser erhitzt und dann ist ein ganz normales Dampfkraftwerk dran, eine Dampfturbine. Das ist, nennt es dann solarthermische Kraftwerke. Und diese Hitze im Dampf, die kann man natürlich auch speichern in einem thermischen Speicher. Und so können die dann aus diesem thermischen Speicher die Turbine auch nachts noch weiterlaufen lassen und dann auch nachts noch Strom produzieren. Wäre das auch für Deutschland denkbar oder scheint hier zu wenig Sonne und das ist dann ineffizient? Ja, da müssen wir schon einen Faktor 2 an Sonne haben. Das ist für uns zu ineffizient. Bei uns ist es doch eher die Batterie, die das effizient machen kann. Ja. Aber in Spanien, Algerien und sowas, Marokko, dort ist das eine gute Technologie. Und dann sehe ich noch auf dem Diagramm aktuell, oben steht Nettostromerzeugung in Spanien. Es wird ja zwischen Nettostrom und Bruttostrom unterschieden. Können Sie da den Unterschied mal erklären? Ja, Was? die Bruttostromerzeugung ist das, was direkt aus dem Generator des Kraftwerks kommt. Das heißt, wenn wir jetzt ein Kernkraftwerk haben und dann hat der Generator vielleicht 1,5 Gigawatt Leistung, aber das Kernkraftwerk hatte selber auch einen Stromverbrauch. Da gibt es viele Pumpen, die Kesselspeisewasserpumpe, die Kühltürme und alles. Da gibt es viel Eigenverbrauch und wenn man den Verbrauch abzieht, dann sind es vielleicht nur noch 1,4 Gigawatt, die dann letztendlich ins Netz eingespeist werden. Das heißt, brutto ist die Stromerzeugung direkt an den Klemmen des Generators. Netto ist dann die Stromeinspeisung ins öffentliche Netz. Und die Differenz zwischen brutto und netto ist dann der Eigenverbrauch des Kraftwerks. Und bei den erneuerbaren Energien, da haben wir natürlich die Sache, dass da haben wir ja keine Pumpen oder Kühlkreisläufe oder sonst was, was wir brauchen. Und da ist eigentlich brutto gleich netto, weil man gar nicht zwischendrin irgendwo messen kann. Vielleicht können wir am Ende doch noch über das Russland-Energieembargo sprechen. Wie da jetzt aber, ja. Wir können noch eine Grafik vielleicht noch anschauen, zum zeigen, dass es ja trotz allem vorangeht, auch wenn man gerne natürlich jammert, es müsste schneller gehen, aber wir können hier nochmal auf den Anteil der erneuerbaren Energien gehen und da das Jahr auswählen und alle Jahre und dann können wir auch hier noch die Werte uns anzeigen lassen und dann sehen wir, dass es trotz allem vorangeht. Wir hatten 2002 8% erneuerbare Energien und das hat sich kontinuierlich gesteigert. Hier haben wir ab und zu auch einen Gleichstand, aber immerhin sind wir jetzt schon dieses Jahr bei 51,8% erneuerbare Energien. Letztes Jahr war ein schlechtes Windjahr. Da hatten wir weniger erzeugt. Dieses Jahr sieht es wieder besser aus. Das heißt, trotz allem geht es voran, aber
Wenn wir die Erneuerbaren konsequent ausgebaut hätten, die letzten 8 Jahre, dann könnten wir jetzt schon bei 70%, 75% erneuerbare Energien sein. Jetzt müssen wir halt schneller sein, um das Ganze wieder aufzuholen. Und ich habe aber das Gefühl, die Politik hat den Kurs trotzdem noch nicht so ganz eingeschlagen, weil man ja gerade in Sachen Gas jetzt auf Flüssiggas aus Amerika importiert setzen möchte mit dem Ausbau neuer LNG-Terminals. Minister Habeck ist jetzt viel rumgereist, um Gas einzukaufen. Das ist auf der einen Seite gut. Wir brauchen Gas als Brücke und auch mit den LNG-Terminals. Die Frage ist, brauchen wir wirklich so viele Terminals? Und auf der anderen Seite, da wurden gleich Milliarden bereitgestellt für Gas, um das Ganze schnell auszubauen. Auf der anderen Seite, bei den erneuerbaren Energien, da ist dieser große Drive noch gar nicht drin. Also da haben wir jetzt zwar das Osterpaket. Ich habe gelesen, dass der Vorrang der erneuerbaren Energien immer noch in Diskussion ist mit der FDP und dass das Erneuerbare Energiengesetz, die Reform des Gesetzes auch lange dauert. Wir bräuchten eigentlich auch für die erneuerbaren Energien einen richtigen Booster jetzt, ein Sofortpaket, damit wir schnell die Erneuerbaren ausbauen, weil jede erneuerbare Kilowattstunde spart uns Öl oder Gas. Ja, und das würde sich am Ende ja auch wirtschaftlich rentieren. Für jeden Ja. Einzelnen und für den Staat doch genauso, würde man denken. Es würde sich wirtschaftlich rentieren. Wir schaffen dadurch Arbeitsplätze und wir verringern unsere Abhängigkeit von totalitären Staaten. Ja, es hört sich so einfach an, wird aber nicht gemacht. Fragt man sich schon, welche Lobby dahinter steckt. Ja, Aber die, klar. gut, da Bin ja immer waren wir. positiv eingestellt, es kann nur besser werden und wir arbeiten permanent daran, dass es besser wird. Wir müssen einfach Erneuerbare zubauen. Ich denke, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung, die ihr Bestes gibt, um das alles zu machen. Und wir haben auch ein Umdenken in der Bevölkerung. Zum einen kommt die Klimakrise immer näher und jeder spürt zum eigenen Leib, dass wir eine Klimakrise haben. Wir haben verdörrte Wälder, wir haben auf der anderen Seite wieder wie letzte Woche Gewitter, Starkregen und alles. Und auf der anderen Seite haben wir die hohen Energiepreise. Wir sehen die Abhängigkeiten von Russland, von einem Staat, der hier Krieg führt in Europa. Und auch die Bevölkerung will jetzt weg von diesen erneuerbaren Energien. Nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern will auch Russland nicht mehr unterstützen. Und worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass, sagen wir mal, das Gas aus Amerika ist ja auch nicht so besonders tolles Gas. Das ist Fracking-Gas. Und beim Fracking ist es so, dass sehr viel Gas auch entweicht in die Atmosphäre, Methangas. Und Methan ist je nachdem, auf welchem Zeithorizont, dass wir das betrachten, kurzfristig einen Faktor 80 umweltschädlicher als Kohlendioxid und langfristig einen Faktor 25 schädlicher als Kohlendioxid. Und wenn man diesen Methanschlupf, das heißt die Methanverluste mit einrechnen und daraus die Kohlendioxidäquivalente berechnen, das heißt nicht nur die Treibhauseffekt vom Kohlendioxid, sondern auch vom Methan dazu zählen, dann kommt raus, dass das Gas eigentlich nicht besser ist als Steinkohle. Und dann importieren wir das mit schweren Öltankern noch nach Europa, was Genau. nochmal Zusatzemissionen Die verursacht. haben auch Emissionen, die Tanker, ja. Ja, und jetzt werden neue Häfen gebaut und eigentlich, ja, das ist dann Wir wieder sollen nicht ja so klar. wasserstoff-ready sein, aber wie Wasserstoff in Zukunft transportiert wird, das ist noch offen. Es gibt ja also ein Schiff von Japan, was Wasserstoff direkt transportieren kann, flüssigen Wasserstoff. Und das wurde groß gehypt. Und ich habe mal ausgerechnet, dieses Schiff wird natürlich nicht mit dem Wasserstoff betrieben, den es geladen hat. Und der Wasserstoff muss auch gekühlt werden. Und das Antriebsaggregat hat, glaube ich, 1 Megawatt Leistung und die Kühlaggregate nochmal 2 Megawatt Leistung. Wenn man das Ganze nicht mit Schiffsdiesel betreiben würde, den Antrieb und die Kühlung des Wasserstoffs, sondern mit dem Wasserstoff selber, der geladen ist an Bord, dann könnte das Schiff mit diesem Wasserstoff gerade mal 10 Tage fahren. Und Minister Altmaier hat ja damals einen Vertrag mit Australien gemacht zur Lieferung von Wasserstoff.
Eine Schiffsfahrt von Australien nach Deutschland dauert aber 4 Wochen, 30 Tage. Das heißt, ein Schiff, was mit dem eigenen geladenen Wasserstoff in Australien losfährt, würde nie in Deutschland ankommen. Ja, interessant, dass Sie das mal ausgerechnet haben und erschreckend die Zahlen. Das heißt, wir müssen Wasserstoff, wenn es geht, irgendwo in Deutschland produzieren mit überschüssigem Solar- und Windstrom oder in Ländern, die nicht so weit entfernt sind, sodass wir den Wasserstoff über Pipelines transportieren können. Oder wenn wir dringend Schiffstransport brauchen, dann müssen wir den Wasserstoff eben umwandeln in eine andere Form, in eine flüssige Form, entweder in Methanol. Oder wie heißt das andere? Ammoniak, sodass wir flüssig das besser transportieren können. Aber Wasserstoff pur als flüssiger Wasserstoff hat so einen hohen Energiebedarf zur Kühlung, dass man das eigentlich nicht über größere Distanzen transportieren kann. Aber selbst die Umwandlungsprozesse würde doch wieder so viel Energieinput bedeuten, dass es am Ende fragwürdig ist, ob es sich überhaupt lohnt. Klar, die Wirkungsgradkette wird immer länger. Wir müssen den Wasserstoff auch in Australien oder sonst wo mit erneuerbaren Energien produzieren. Da haben wir die Verluste des Elektrolyseurs. Da müssen wir den Wasserstoff umwandeln in einen anderen Stoff. Das geht auch nicht verlustfrei. Und dann müssen wir ihn in den Tanker laden und nach Europa transportieren. Das geht auch nicht verlustfrei. Und dann müssen wir aus diesen anderen Stoffen, Methanol oder sonst was, wieder rückgängig den Wasserstoff machen. Und die Wirkungsgradkette ist dann so lang, dass am Ende wenig davon übrig bleibt. Das heißt, Wasserstoff tanken für den Otto-Normalverbraucher an seinem PKW ist auch nicht umweltfreundlich. Nein, das ist weder umweltfreundlich noch jetzt auch vom Geldbeutel tragbar, weil Wasserstoff teuer ist und Wasserstoffautos sind teuer. Und was viele vergessen, ein Wasserstoffauto ist eigentlich ja auch ein Elektroauto. Ein Wasserstoffauto hat einen Elektromotor, hat auch eine Batterie, damit es losfahren kann, weil die Brennstoffzelle muss erst angefahren werden. Da können Sie nicht auf Knopfdruck sofort losfahren, wenn Sie nur die Brennstoffzelle haben. Das heißt, da ist eh schon die Batterie drin und der Elektroantrieb. Und dann macht man lieber gleich die Batterie größer. Und es macht auch keinen Sinn, Wasserstoff jetzt zu Hause in der Gasheizung zu verbrennen. Dadurch wird auch nichts eingespart. Die Wirkungsgradketten sind so schlecht. Den Wasserstoff, den wir produzieren zukünftig mit überschüssigem erneuerbaren Strom, den müssen wir erstmal an die Industrie liefern, die daraus chemische Produkte macht, in Porzellanindustrie oder sonstige Industrie oder Stahlindustrie, wo wir Erdgas oder Kohle ersetzen müssen. Da macht es Sinn, Wasserstoff zu produzieren, aber für die Gasheizung zu Hause macht das keinen Sinn. Ich würde nochmal vielleicht den Bildschirm umstellen, dass man uns wieder sehen kann. So, jetzt Ja, sind wir wieder da. genau. Genau. Ja, gibt es noch etwas, das Ihnen am Herzen liegt, worüber wir noch nicht gesprochen haben? Mir liegt am Herzen, dass alle bei der Energiewende mitmachen, wo es nur geht. Energie sparen kann jeder. Ich habe dieses Jahr auch versucht, extrem Energie zu sparen, habe die Heizung schon Mitte März abgeschaltet. Und das ging. Man kann auch kürzer duschen und sonst Energie sparen, das Licht ausmachen oder sonst was. Vielleicht kann man auch vom Benzin- oder Dieselauto weg auf ein Elektroauto oder zumindest immer gucken, dass man ein kleines Auto fährt, nicht ein riesengroßes Auto. Vielleicht kann man eine Solaranlage zu Hause installieren. Wenn man es nicht kann, kann man vielleicht beim Bruder, Schwester, Oma, Opa oder sonst wo fragen, ob die eine installieren können. Oder man kann sich irgendwo beteiligen an der Solaranlage. Oder jeder sollte irgendwas tun. Und wenn er nur damit diskutiert, wir brauchen erneuerbare Energien, wir müssen raus aus dem fossilen Zeitalter. Jeder kann irgendwo seinen kleinen Beitrag leisten und sollte das auch tun. Ja. Okay, dann bedanke ich mich für Ihre Zeit, freue mich, dass das geklappt hat. Und dann wünsche ich Ihnen alles Gute. Wünsche Ihnen auch. Und Ja, wir danke. sind immer positiv und schauen, dass es vorangeht.